Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Montag, der 18. August 2014. Mein Name ist Norbert Giso. Jetzt zu Beginn der neuen Woche gibt es einige astrologische Konstellationen, die ich beschreiben möchte, die uns in den nächsten Tagen erwarten. Zum einen haben wir hier die zwei Pärchen, das kann man vielleicht ganz gut sehen hier, Venus auf Jupiter im Löwen, Mars und Saturn im Skorpion, heute Morgen die Konjunktion von Venus und Jupiter, die jetzt schon wieder im Vergehen ist. Im Grunde eine Glückskonstellation im Löwen, die allerdings sozusagen geweckt werden muss, die so ein latentes, in sich ruhendes Glück verkörpert, was sich auch darin zeigen kann, dass nichts Schlechtes passiert. Etwas anders sieht das hier mit der Mars-Saturn-Konjunktion aus. Langsam poolt sich Mars an den Saturn heran. Ein Aspekt, der erst am nächsten Montag perfekt wird. Was hier natürlich im Skorpion ein Gegengewicht zur Löwekraft sowieso schon darstellt. Mars, Saturn, eine gewisse Blockade, eine Hemmung, aber auch die Energie vielleicht bestehende Gebundenheiten und Fixierungen zu durchbrechen. Außerdem hier heute Merkur, inzwischen ins analytische Zeichen Jungfrau gegangen. Das bedeutet, dass wir jetzt auch konkreter nachdenken über Problemlösung, über Strukturen, über Ordnungsprinzipien, wie wir Dinge organisieren, vielleicht auch ein bisschen auf die Zukunft gerichtete Gedanken, weil ja Merkur in der Jungfrau, im Erntezeichen Jungfrau, sich bemüht, eben auch die Dinge so zu ordnen, dass wir halt in der Zukunft nicht zu leiden haben. Und daher natürlich in der Gegenwart manchmal etwas verkrampft erscheint und nicht dem Löwe-Impuls, des ich lebe im Moment, immer zu folgen imstande ist. Merkur hier in Opposition zu Neptun, ein Aspekt wiederum, der morgen früh exakt wird, kann wiederum diesem Merkur noch nicht die volle Energie geben, was ich gerade sagte, sondern Merkur ist hier verträumt, verwirrt, vernebelt. Die Gedanken wissen nicht genau, worauf sie sich richten sollen, eine gewisse Halt- und Ziellosigkeit, die sich aber mit dem morgigen Tag geben wird. Im Grunde Merkur, Neptun, der Hinweis darauf, die Gedanken auf Größeres zu richten, auf die Sinnhaftigkeit im Leben, auf spirituelle Dinge etc. Gut, die Löwezeit geht allmählich zu Ende, kann man sagen, weil die Sonne ist hier bereits im 26. Grad des Löwen. Sie wird am kommenden Samstag in die Jungfrau wechseln, was dann zwar von der Jahreszeit her nochmal 30 Tage Sommer bedeutet, aber der Erfahrung nach ist so dieses Sommergefühl oftmals mit der Sonne in der Jungfrau geht vorbei, geht in die Richtung Altweibersommer. Die ganz heißen, die ganz langen Tage sind dann vorbei und es beginnt allmählich so der Bezug mehr wieder auf den Alltag, auf die Arbeit, auf das Überleben. Dazu aber dann Ende der Woche mehr. Der Eintritt in die Jungfrau wird dann auch gleich am kommenden Montag mit dem nächsten Neumond sozusagen richtig, geht's richtig los. Hier sehen wir der Mond noch ein ganzes Stückchen von der Sonne entfernt. Das alles werden wir zu gegebener Zeit besprechen. Aktuell, heute ganz aktuell, wie gesagt, die Merkur-Neptun-Geschichte. Also wundert euch nicht, wenn ihr heute nicht so klar denken könnt. Vielleicht ein bisschen vorsichtig, wenn es heute um Verträge oder um Kaufverhandlungen oder um Unterschriften und der Verträge geht, Entscheidungen, vielleicht da noch 1-2 Tage abwarten und lieber jetzt Informationen und Wahrnehmungen sammeln. Der Mond ist seit gestern Abend, stimmt gar nicht, seit heute Nacht in Zeichen Zwillinge,
wo er bleiben wird bis Mittwochmorgen. Mittwochmorgen, dann geht er in den emotionalen Krebs. Dann beginnt auch allmählich die Phase des nächsten Neumondes. Heute und auch morgen im Zwilling, Mond im Zwilling, eigentlich eine sehr aufgeweckte Stellung, wo es im Grunde darum geht, Informationen zu sammeln, Kontakte zu pflegen, offen für die Entdeckung der Welt zu sein. Auch eine Stellung, die das Arbeiten an Texten, an Vorträgen, an wissenschaftlichem Material nahelegt, das Sammeln von Informationen, journalistische Arbeit etc. etc. Aber auch der unverkrampfte Zugang zu Menschen, der Austausch mit Menschen auf eine manchmal vielleicht oberflächliche, aber daher auch nicht verhaftende Art und Weise ist hiermit angesagt. Also heute ein Tag, der eher sozusagen, den wir eher nutzen sollten, um unserer Spürnase nachzugehen, unserem Gefühl nachzugehen, in den wir auch, wenn Montag ist, nicht zu viel Pflicht stopfen sollten. Das wird uns dann morgen eher besser gelingen. Außerdem sollten wir auch vielleicht die letzten Tage mit der Sonne im Löwen, so gut es uns möglich ist, genießen, weil das ist ja auch das Zeichen der Lebensfreude. Wünsche uns allen einen schönen Montag, einen schönen Wochenbeginn und sage Tschüss, bis morgen.